Herzlich willkommen zu dem Talk Verbrannte Wörter, Sprache des Nationalsozialismus gestern und heute. Irgendwann im Leben eines jeden Kindes hier in der Bundesrepublik Deutschland kommt der Zeitpunkt, wo es in der Schule was über den Nationalsozialismus das erste Mal lernt. Und so ähnlich wie bei anderen Themen wie IT, Sexualkunde, Geschichte, Bio, was auch immer, erfahren die kleinen Menschen irgendwann, dass es noch viel, viel mehr gibt, was sie darüber hätten lernen können und dass sie wirklich nur so die Bare Minimals in der Schule mitgegeben bekommen haben. Und es gibt wirklich eine ganze Menge Sachen zu wissen über den Nationalsozialismus, die wir nicht so präsent haben, egal ob es jetzt um irgendwelche Strafrechtsparagraphen geht oder andere Zusammenhänge, die uns normal vorkommen, die aber ihren Hintergrund noch in der Zeit, in der NS-Zeit haben. Und Bianca Kastel wird uns jetzt gleich ein bisschen mehr über die Sprache des Nationalsozialismus erzählen. Und ich glaube, da werden wir alle noch ganz viel lernen. Und deswegen bitte ich euch, Bianca, mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus zu begrüßen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Talk. So, hallo, guten Morgen. Willkommen zur besten Gulaschzeit bei Chaos West zu meinem Talk Verbrannte Wörter, Sprache des Nationalsozialismus gestern und heute. Die Intention, dass ihr bei diesem Talk ein bisschen was lernt, die ist richtig, weil vielleicht habt ihr bei diesem Talk die eine oder andere Erkenntnis, wusste ich gar nicht. Und wenn ich so ein paar Erkenntnisse euch geben kann, dann ist das als Ziel eigentlich erreicht. Vorab, wer spricht hier eigentlich? Ich bin Bianca, meine Pronomen sind Sie, Ihre. Ihr findet mich unter bkastel oder @bkastel at Mastodon Social. Und ich muss vor diesem Talk ein paar Sachen sagen. Ich werde mich mit dem Thema des Nationalsozialismus beschäftigen. Das heißt, es werden ziemlich viele Ismen vorkommen. Zum Beispiel der Ableismus, der Antisemitismus, der Antiziganismus, der Holocaust, die Homofeindlichkeit, Klassismus, Massenmord, Misogynie, Rassismus. Es ist Nationalsozialismus und es ist daher in all diesen Ismen teilweise die Extremform, die wir kennen. Es wird vielleicht Zitate geben von Goebbels, Hitler oder Rosenberg und es gibt aktuelle sprachliche Referenzen. So viel vorab. Ihr könnt die Slides auch mitklicken auf der URL bkastel.de/36c3. Ich wiederhole, bkastel.de/36c3. Die Slides, die ihr habt, haben ein paar mehr Informationen als die, die ihr seht. Das ist einfach für euch, dass ihr noch so ein bisschen Hintergrundinfos habt, wenn ihr wissen wollt, wie war denn das damals bei dem Thema XY. Und da sind auch meine Quellen drin, die ich jetzt hier nicht nochmal extra erwähnen werde. Ja, fangen wir an. Was meine ich mit verbrannten Wörtern? Es gibt Wörter oder Wendungen, die durch den sehr speziellen oder übermäßigen Gebrauch im Nationalsozialismus so derart negativ belastet sind, dass wir heute über ihre Verwendung sehr gut nachdenken sollten. Ich würde es auch so bezeichnen, es sind eigentlich so gewisserweise sprachliche Mahnmale, die uns jedes Mal, wenn wir sie aussprechen, an irgendwas erinnern sollten. Weil das, was dahinter steckt, ist teilweise sehr, sehr böse. Es gibt natürlich heute Zeiten und Zitate wie diese von einem gewissen Herrn Höcke, der sagt, wir müssen unsere Position vertreten, auch in der Sprache, die wir richtig erachten, ob das in den Etablierten passt oder nicht. Kurzum, wir können nicht auf die gutmenschlichen Befindlichkeiten Rücksicht nehmen, sonst bleiben wir in der Zelle offizieller Denkvorgaben gefangen. Naja, das ist halt so, wie der Populismus funktioniert. Man kann es einfach halten, unsere Sprache ermöglicht uns, kein Arschloch zu sein. Warum sollten wir es dann trotzdem tun? Ja, warum kann man denn von nationalsozialistischer Sprache sprechen? Naja, es gibt natürlich führende Nationalsozialisten, die einfach auch einen sehr starken literarischen Einfluss haben. Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Mein Kampf sich immerhin 12,4 Millionen Mal verkauft hat und damit eins der erfolgreichsten deutschsprachigen Bücher ist, dann hatte das durchaus auch einen Einfluss, wobei Mein Kampf tatsächlich für die Sprache oder die Sprachbildung im Nationalsozialismus relativ wenig Einfluss hatte. Ich habe da mein Beispiel, das ich euch gleich zeige, ist gar kein, nicht wirklich ein Beispiel aus Mein Kampf, was irgendwie die Sprache geprägt hätte. Und im Nationalsozialismus war es auch so, dass Sprache auch bewusst geprägt wurde. Das heißt, die Wendung Sprachnazi ist wirklich ernst zu nehmen, weil die Nazis damals auch wirklich ihre Sprache bewusst gesteuert und geprägt haben. Also da war ganz klar definiert, was zu sagen ist und was nicht. Und das wurde maßgeblich auch beeinflusst durch das Ministerium für Propaganda und Volksaufklärung mit seinen ganzen angeschlossenen Einrichtungen und Gliederungen.
So ein Beispiel dafür ist zum Beispiel hier die Achse Berlin-Rom-Budapest, die nicht zum deutschen Sprachschatz gehört. Das war eine offizielle Presseanweisung in der NS-Zeit von einem gewissen Gottfried Aschmann, der also Presseanweisungen sind so Mission Briefings für die Presse. Damals, es gab nur eine Presseagentur, aber zu dieser einen Presseagentur gab es immer noch Hinweise, was man denn schreiben soll und was man nicht schreiben soll. Deswegen werdet ihr das Wort Achse Berlin-Rom-Budapest in der Literatur der damaligen Zeit vielleicht einmal, zweimal finden, aber nicht als geprägten Begriff, weil es eben bewusst gesteuert wurde. So, ich habe ein paar Worte vorbereitet, die ich jetzt erklären werde. Die Sachen, die ich in Anführungszeichen gesetzt habe, bei denen würde ich euch empfehlen, darüber nachzudenken, ob das so sinnvoll ist. Die Aktion als solche ist erstmal nicht zwangsläufig ein verbranntes Wort, denn wir haben ja zum Beispiel auch die antifaschistische Aktion, die wir hier am Karl-Liebknecht-Haus in Berlin am Bülow-Platz sehen. Die wurde tatsächlich sprachlich geprägt im Juni, Juli 1932, das heißt vor der Zeit des Nationalsozialismus. Und die ist natürlich im Kontext antifaschistische Aktion oder davon abgeleitete Wendungen unproblematisch, weil sie nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Die Nationalsozialisten haben aber dann das Wort Aktion als so eine Art Tarnwort benutzt für sehr vieles. Es konnte sein Massenverhaftung, Verschleppung, Vertreibung, Ermordung, Vertuschung von Ermordung, gewaltsame Umsiedlung, Bargeldfälschung. Und das Wort Aktion findet sich leider auch in der Bezeichnung der Krematorien in Auschwitz. Ich werde jetzt mal kurz eine Aktion herausnehmen, die, die ist ganz gut zu zeigen, um zu sehen, wie denn da auch von der medialen Führung Dinge inszeniert wurden. Die Begrifflichkeiten Judenaktion oder Aktion Rat sind so interne NS-Begriffe für das, was sich hinter den Geschehnissen um den 9. November 1938 verbirgt. Also ich spreche von den Novemberpogrom 1938. Der Begriff Pogrom ist der am wenigsten falsche, den wir heutzutage verwenden. Begriffe wie Reichskristallnacht sind nicht direkt vom NS-Staat geprägt worden, aber sie sind zynisch. Deswegen nenne ich es jetzt mal Pogrom, wobei das auch ein bisschen unscharf ist, denn es lässt manchmal den staatlichen Anteil der Prägung von diesen Ereignissen vermissen. So, wie war denn das damals? Am 7. November 1938 hat Herschel Grünspan den Diplomaten vom Rat in Paris erschossen. Das war erstmal ein Ereignis im Ausland. Das hatte mit dem Deutschen Reich nichts zu tun damals, aber es war für die Nationalsozialisten ein Anlass, das bewusst zu pushen. Und dann gab es wieder eine Presseanweisung, das ist die vom 7. November 1938, das war auch quasi eine Eilmeldung. Da hieß es, alle deutschen Zeitungen müssen in größter Form über das Attentat in Paris berichten. Die Nachricht muss die erste Seite voll beherrschen. In eigenen Kommentaren ist darauf hinzuweisen, dass das Attentat des Juden die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben muss. Das heißt, in der Folge wurden in den Zeitungen und den gesamten Presseorganen waren die Schlagzeilen voll mit hetzerischen Schlagzeilen, die auch wirklich eine Situation erzeugt haben, die dann in den Novemberpogrom geendet hat. Und es gibt, ich habe jetzt versucht, so einen regionalen Bezug noch reinzubringen. Das ist das, was passiert ist in Leipzig allein. Nach der Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath setzte eine Vergeltungsaktion gegen Juden ein. Es wurden 193 Geschäfte, 34 Privatwohnungen, 3 Synagogen, 4 Bethäuser, eine Friedhofskapelle, ein Altenheim und eine jüdische Schule allein in Leipzig zerstört. Also es wurde bewusst eine Stimmung geschaffen, die sich dann entladen hat in den Ereignissen der pogromen Nächte. Es hat sich ein bisschen verteilt über das Deutsche Reich damals. Das war auch eine Presseinszenierung, auch eine sprachliche Inszenierung. So, jetzt sollte man meinen, es war ein schlimmes Ereignis, weil in Deutschland brennen Synagogen und Juden werden verfolgt und Geschäfte zerstört. Das muss doch auch irgendwie in der Presse, muss man auch darüber berichten, oder? Sollte man denken. Aber
Es kam dann auch wieder eine Presseanweisung, die sagte dann, naja, zu den Ereignissen in der letzten Nacht, sagt das Propagandaministerium, hier und dort seien Fensterscheiben zertrümmert worden, Synagogen hätten sich selbst entzündet oder seien sonst wie eine Flamme aufgegangen. Die Berichte sollen nicht allzu groß aufgemacht werden, keine Schlagzeilen auf der ersten Seite. Und bemerkenswert ist halt, obwohl es im ganzen Deutschen Reich damals wirklich sehr schlimme Aktionen gab, im wahrsten Sinne des Aktionen, wurde nicht darüber berichtet. Und das war bewusst inszeniert. So, weswegen ich das Thema mit der Aktion auch erwähne, ist, es führt uns unter Umständen noch zu einem anderen Spruch der Nationalsozialisten, den wir trotzdem ab und zu noch verwenden, wobei ich nicht weiß, warum. Denn nach dieser Aktion gab es die sogenannten Aktionsjuden. Die Aktionsjuden waren ca. 30.000 Juden, die nach den Pogromen von der Gestapo verhaftet wurden und in Konzentrationslager verbracht wurden. Das heißt, die Juden, also die Synagogen haben sich selbst entzündet und die Juden sind dann schuld dran. Keine Ahnung warum, aber das war die Logik. Und deswegen wurden die Juden dann schlicht und ergreifend, also die, sagen wir mal so, die Juden, bei denen man noch das Gefühl hatte, dass man sich noch erpressen konnte, das war nichts anderes, wurden verhaftet und in Konzentrationslager verbracht. Das waren die Aktionsjuden. Und das war zum Beispiel die aus Leipzig, allein aus Leipzig waren es 500. Die wurden dann unter Umständen ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht oder ins Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Nun, wenn sie nach Buchenwald kamen, stand dort dieser Satz, jedem das Seine, in kaminroter Schrift. Es war für alle Häftlinge, Insassen des Konzentrationslagers klar zu sehen. Und das war dieser Spruch, jedem das Seine, war ein Teil einer sprachlichen Zermürbungsstrategie. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, warum man heutzutage noch auf die Idee kommt, diesen Spruch irgendwie in irgendeinem Kontext, sei es als Werbung für Hemden oder sonst irgendwie, zu denken, dass der irgendwie sinnvoll sei, den zu verwenden. Jedem das Seine ist eigentlich genau das Gleiche wie Arbeit macht frei. Und unabhängig davon, was man jetzt darüber denkt, wo die Herkünfte sind, das ist die Geschichte hinter jedem das Seine. Im Konzentrationslager Buchenwald sind allein 56.000 Menschen gestorben. Das ist allerdings immer noch in der Dimension des Holocaust, der nachher quasi mit diesen Ereignissen startete, immer noch verschwindend gering. Aber jedem das Seine sollte man in dem Kontext kennen. Was man auch wissen sollte, was auch in manchen Kontexten schwierig sein kann, ist das Thema mit der Nacht- und Nebelaktion. Denn die Nacht- und Nebelaktion hat auch einen Hintergrund im Nationalsozialismus. Und zwar war es so, dass es einen Nacht- und Nebelerlass gab. Das war ein Führererlass. Das heißt, Hitler hat irgendwie gesagt, ich erlasse irgendwas und irgendjemand anders hat es unterschrieben. Den gab es am 7. Dezember 1941. Und die Zielsetzung war, dass man nicht-deutsche Zivilisten, die gegen die Besatzer in den besetzten Gebieten Straftaten vollbracht haben, also irgendwie Sabotage oder vielleicht auch was Einfacheres, dass man die zur Abschreckung und grundsätzlich zur Todesstrafe bringen sollte. Nun war das natürlich in den besetzten Gebieten auch ein bisschen schwierig, weil da herrschte manchmal auch noch ein anderes Rechtssystem oder die waren unter einem anderen Recht. Und die Militärgerichte haben vielleicht gegen Zivilisten auch nicht was tun können. Das war die Idee dahinter, naja, wenn wir die jetzt im Ausland quasi verurteilen, dann könnten die ja irgendwie als Märtyrer stilisiert werden. Und deswegen war die Idee dahinter, naja, wenn wir die jetzt einfach in Nacht und Nebel verschleppen, nach Deutschland bringen und dort verurteilen, dann ist es einerseits gut für uns, weil wir der Gegenseite keine Möglichkeit bieten, da noch einen Märtyrertypen zu inszenieren. Und so wurden dann in Nacht und Nebel bis zu 7.000 Menschen verschleppt, ins Deutsche Reich gebracht, dort dann meist in Konzentrationslagern erstmal festgesetzt. Und man weiß nicht genau, wie viele Menschen da tatsächlich auch zu Todesstrafen kamen, aber es waren wohl mindestens mehr als 400. Es war dann schon so, dass es noch so eine Art Gerichtsverfahren gab, aber manchmal waren es dann wirklich auch tatsächlich so Schaugerichte, die einfach auch das noch besonders im Sinne des Nationalsozialismus inszeniert hatten.
Also wenn ihr von der Nacht- und Nebelaktion sprecht, ist es in manchen Situationen, wenn es vielleicht mit Polizei oder Staatsgewalt zu tun hat, unter Umständen nicht so angebracht. So, soweit zur Aktion. Wir sind bei A, das Thema asozial. Was ist eigentlich asozial im Nationalsozialismus? Das ist schwer zu greifen. Es ist so eine Art Kategorie sonstige Menschen, die wir irgendwie nicht, die uns nicht passen, aber wo wir nicht so wirklich eine andere Kategorie dafür fanden, wie wir sie ja mehr oder weniger ja, verurteilen können. Deswegen gab es die Kategorie der Asozialen. Die war sehr beliebig. Und der Hintergrund war, dass man die Menschen, die als asozial oder gemeinschaftsfremd deklariert wurden, auch ganz bewusst zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung in Vorbeugehaft bringen konnte. Das heißt, man hat sie auch in Konzentrationslager verbracht. Und was war das? Naja, es ist alles sehr uneinheitlich, aber es war zum Beispiel nicht der Erwiderung des Hitlergrußes. Es war arbeitsscheu, was auch eine sehr, muss ich so vorstellen, wenn Menschen vielleicht arbeitsfähig waren, aber eine gewisse Menge an Jobangeboten abgelehnt haben oder das sehr schnell gekündigt haben, waren sie unter Umständen arbeitsscheu. Das heißt, es waren nicht bloß Bettler in dem Sinne, sondern auch Menschen, die den Eindruck machten, dass sie wohl nicht wirklich arbeiten wollten. Zumindest laut Definition der Nationalsozialisten. Es gab dann auch so komische Begründungen wie Vermögen verschwiegen. Bei dem Thema Homosexualität ist es auch sehr spannend, weil also es gab die Berufsverbrecher, die waren dann zum Beispiel professionelle Homosexuelle, also Strichjungen oder sowas. Die waren ja Berufsverbrecher, weil sie machen das vom Beruf wegen, weil Homosexualität damals halt laut § 175 strafbar war. Wenn du jetzt aber homosexuell warst, aber nicht direkt professionell, dann warst du halt unter Umständen asozial, weil du ja das deutsche Volk oder den Willen des deutschen Volkes ja schädigen würdest, denn du würdest ja die anderen guten Deutschen verführen. Deswegen waren sie asozial. Ja, dann gab es noch so Kategorien wie unklare Verhältnisse. Ja, keine Ahnung. Oder auch so Kategorien wie Zigeuner. Ja, also asoziale ist so unter ferner Liefen, aber teilweise waren es halt wirklich auch ja, die Menschen, die waren dann auch in Konzentrationslagern und das heißt natürlich auch, dass sie unter Umständen dort auch gestorben sind. Wegen Gründen, die auch sehr beliebig sind. Das heißt, wenn wir heute von asozial sprechen, hat es einen sehr bitteren Beigeschmack. Gut, mal was Einfaches zwischendurch. Wir buchstabieren mal. Und zwar, wir buchstabieren mal so wie 1933. Da würden wir sagen, D wie David, J wie Jakob, N wie Nathan, S wie Samuel und Z wie Zacharias. Würden wir jetzt so buchstabieren wie 1934, würden wir sagen D wie Dora, J wie J, N wie Nordpol, S wie Siegfried, Y wie Ypern. Das ist ein Ort in Belgien, der im Ersten Weltkrieg eine Bedeutung hatte. So und Z wie Zeppelin. So, jetzt mal so ein bisschen eine Umfrage, die ist jetzt wertungsfrei, aber nur so fürs Verständnis. Wer buchstabiert denn zum Beispiel S wie Siegfried oder Z wie Zeppelin? Ja, es sind doch einige. Ist übrigens falsch. Schon nach der DIN-Norm von 1948, DIN 5009, die offizielle Buchstabiertafel im Deutschen, da hat sich das wieder zurückgeändert in die eigentlich jüdischen Wurzeln wie S wie Samuel und Z wie Zacharias. Aber die Nationalsozialisten haben ganz bewusst versucht, die Sprache zu germanisieren, in Anführungszeichen, und haben versucht, diese jüdischen Bezeichnungen zu entfernen. Und angesichts der Tatsache, dass es, also ich habe auch S wie Siegfried und Z wie Zeppelin gelernt und ich bin jetzt auch irgendwie nicht so alt, schon spannend, dass sich das, obwohl es eigentlich sehr, sehr schnell wieder nach dem Nationalsozialismus abgeschafft wurde, immer noch sehr stark geprägt ist. Das heißt, so sprachliche Prägung, die wieder rauszukriegen aus dem Sprachgebrauch, das dauert noch mal sehr, sehr lange, wie wir hier beim Buchstabieren sehen. Gut. Euthanasie.
warum sage ich jetzt das Thema mit der Euthanasie? Es ist der schmerzliche Endpunkt eines ganzen Komplexes von Begriffen, die alle zu dem Thema Ableismus, Behindertenfeindlichkeit, Krankenfeindlichkeit oder Altersfeindlichkeit gehören. Das Wort Euthanasie als solches ist wiederum auch ein Euphemismus. Das bedeutet eigentlich angenehmer Tod oder Gnadentod. Es ist eng zusammen mit dem Begriff des lebensunwerten Lebens. Zumindest laut der Definition der Nationalsozialismus. Das heißt, es gab Menschengruppen, die waren lebensunwert oder die waren Ballastexistenzen. Und das Ganze ist dann juristisch mehr oder weniger festgesetzt worden in der Verhütung erbkranken Nachwuchses. Und das war gesetzlich vorgeschrieben. Es gab dann dieses Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Und das hat auch klar definiert, was denn erbkrank in diesem Sinne ist. Erbkrank zum Beispiel sind wie folgende Krankheiten: angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres Irrsein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildung. Alles immer erblich, wobei erblich bei den Nationalsozialisten irgendwie halt auch eher beliebig war, weil so weit waren jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten der Genanalyse und sonstigen Dinge damals natürlich nicht. Wenn wir jetzt heute so Sachen sagen, bist du taub, bist du blind, bist du schwachsinnig, bist du irre. Wenn wir von Nazis sprechen, die irre sein, schwachsinnig sein, das ist ein Paradox. Also du kannst nicht sagen, es gibt irre oder schwachsinnige Nazis, weil die hätte es nach Definition der Nazis gar nicht gegeben, weil für die hätte das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses gegolten. Also Ableismus in unserer Sprache ist eh schlecht und es bekommt natürlich auch dadurch noch einen besonders negativen Aspekt, da die Folgen für die Erbkranken damals sehr böse waren. Die Verbringung in eine Heilanstalt war noch so das Übliche. Das heißt, die wurden in Anstalten verbracht, die jetzt aber nicht zur Heilung wirklich beibrachten, sondern wo sie eigentlich mehr oder weniger erstmal weggesperrt wurden. Es gab dann eine Zwangssterilisation, die hieß damals so ein bisschen nach der Unfruchtbarmachung auf eigenen Wunsch. Das klang irgendwie ganz nett. Das heißt, sie wurden mehr oder weniger genötigt, denen zu sagen, guck mal, du bist der erbkrank und das soll ja nicht irgendwie sich weiter verbreiten. Und dann war eigentlich die Intention, dass man die dazu angehalten hat, sich zu sterilisieren zu lassen. Das war aber eigentlich ein Zwang. Denn wenn das verordnet wurde, dann konnte das mit Polizeigewalt umgesetzt worden. Was auch bemerkenswert ist, dass die Ehe damals so modifiziert wurde, dass wenn du heiraten wolltest, wurde auf deine Ehegesundheit geprüft. Das heißt, sobald irgendwie eine Partei von beiden ein Ehehindernis hatte im Sinne des Gesetzes zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses, da war keine Ehe möglich. Und was auch bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass Schwangerschaftsabbrüche waren im Nationalsozialismus tatsächlich möglich. Und zwar, wenn Menschen erbkrank waren, sie waren schwanger, dann konnten Schwangerschaftsabbrüche auch bis zum 6. Monat durchgeführt werden. Also wenn wir jetzt heute in der Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche vom Nazi-Paragrafen sprechen, der Schwangerschaftsabbrüche verhindert, dann ist es nur zum Teil richtig, weil es gab durchaus auch Gruppen, bei denen das problemlos möglich war. Die Folgen, die ich jetzt gezeigt habe, sind allerdings nur der Anfang dessen, was dann später passiert ist. Wir sind wieder bei den Erlässen. Erlässen, glaube ich, heißt es Plural. Das ist der einzige Erlass, den Hitler persönlich unterschrieben hat. Das ist der sogenannte Gnadentoderlass vom 1. September 1939. Und darin wird eben definiert, dass die Befugnisse der Ärzte so weit zu erweitern sind, dass nach menschlichen Messen unheilbar Kranke bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustands der Gnadentod gewährt werden kann. Das klingt jetzt irgendwie ganz nett, weil man erweist ja die Gnade, dass sie jetzt quasi von ihren Leiden erlöst werden. So wurde es auch formuliert in diesen Schreiben. Aber es war natürlich schlicht und greifend nichts anderes als Massenmord. Weil allein in der zentralen Euthanasie, die sich danach anschloss, wurden 70.000 Menschen ermordet. Und man geht davon aus, dass insgesamt ca. 216.000 in all diesem Komplex von Krankenmorden im Nationalsozialismus ermordet wurden. Ja,
kommen wir zu etwas mehr einem politischen Begriff, zur Festung Europa. Die Festung Europa, die wurde im Nationalsozialismus mehr oder weniger von Goebbels stark geprägt oder stark genutzt, hat dann irgendwann mal in den ersten Kriegsjahren von der Festung Europa geschrieben, die sich wehren würde gegen alles Böse, gegen das Judentum, gegen den Bolschewismus, gegen England. Und der Begriff war dann irgendwie erstmal sehr, sehr lange total gehypt, weil es war total super. Also die Festung Europa mit einem Europa, die sich gegen alles wehrt. Da fiel ihnen allerdings ein, naja, wir sind im Krieg und eigentlich sind wir im Angriff. Und das ist ja gar nicht so gut, wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Festung, weil die Festung kann ja gar nicht angreifen. Also haben sie gesagt, nee, das schreiben wir jetzt lieber nicht mehr. Es gab wiederum Presseanweisungen, in denen es drin stand, jetzt bitte nicht mehr Festung Europa schreiben. Irgendwann kam halt der Krieg dann wieder zurück und dann war halt eigentlich alles, was dann irgendwie zu verteidigen war, war eine Festung. Also es gab die Festung Deutschland, es gab die Festung Berlin, es gab jeden Straßenzug, der zu einer Festung wurde, was dann wirklich auch als uneinnehmbare Festung, das mit der uneinnehmbaren Festung, merken wir es mal kurz, zur uneinnehmbaren Festung erklärt wurde und was dann bis zum Letzten verteidigt werden sollte. Dann dachte man eigentlich, ja, der Krieg war vorbei, die Festung Europa wird eigentlich nicht wiederkommen. Naja, nee, die kam dann doch wieder und zwar schon vor der Zeit der Flüchtlingskrise. Die CDU kam auf die Idee, naja, wir könnten ja Festung Europa sagen für den Wirtschaftsraum oder den ökonomischen Raum Europa. Und dann fiel ihnen auch schon 1989 ein, naja, die Begriffe wie gemeinsames Haus Europa oder Festung Europa schaffen Unsicherheiten, ja, wenn sie nicht klar durchdacht und definiert werden. Richtig. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die das auch klar durchdenken und definieren. Und wer sind wir dabei? Höcke. Liebe Freunde, und wenn es nicht anders geht, wenn es also unabwendbar ist, dann sind wir bereit, zumindest temporär Europa als Festung zu denken und zu leben, und zwar als uneinnehmbare Festung. Das heißt, hier sind wir dann eigentlich wieder im Kontext, wo wir sagen, sind wir jetzt im Krieg oder nicht? Wenn man dieses Zitat von Höcke so sieht, könnte man meinen, ja. Es ist auch spannend, dass Höcke das immer so ein bisschen abschwächt, die Einzelteile dieser Begriffe benutzt, ein bisschen umdreht, aber eigentlich genau das Gleiche sagt. Ja, das Gleiche sagen. Gleichschaltung. Die Gleichschaltung ist heute auch wieder ziemlich im politischen Kontext sehr, sehr en vogue irgendwie. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Bundestag. Der Bürger sieht sich einem schier erdrückenden politmedialen Komplex gegenüber, der ihn unentwegt mit voll gleichgeschalteter Lautstärke beschallt, einer Lautstärke, die keinen Widerspruch zum Gesagten, zum Dargestellten mehr zulässt, sagt ein Vertreter der AfD im Bundestag im Oktober diesen Jahres. Ich will das jetzt nicht erwidern oder kommentieren, ich sage es einfach, wie es Tabia Röser gesagt hatte. Dabei kommt die AfD in den von Ihnen als gleichgeschaltet oder linksgrün geschmähten Medien ziemlich oft zu Wort. Die Opferrolle, in die Sie sich so gerne begeben, kauft Ihnen höchstens Ihre eigene Filterblase ab. Danke, Frau Rösner. Kommen wir mal kurz zur Gleichschaltung als Wort. Wo kommt denn das eigentlich her? Naja, Gleichschaltung ist eigentlich ein Begriff aus der Elektrotechnik. Es geht eigentlich um die Gleichrichterschaltung, deren Prinzip, dieses Wort wurde auf die Justiz übertragen. Und das erste Mal, wo dieses Wort auch tatsächlich im Justizkontext verwendet wurde, war das vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich von 1933. Und es gab dann auch Juristen, die sich bewusst dafür eingesetzt haben oder bewusst darauf hingewirkt haben, ein Rechtssystem zu bauen, was quasi keine Widerstände mehr hat. Und das war auch schlicht und greifend das Ziel, alle Widerstände auszuschalten, um etwas auf eine Linie zu bringen. Und es ist schon irgendwie fast ja pervers, dass heutzutage Rechtspopulisten, Faschisten, Nazis diesen Begriff verwenden, um zum Beispiel das Pressesystem, was ihnen widerspricht, als gleichgeschaltet zu deklarieren. Weil das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also solange noch jemand widerspricht, alles gut, nicht gleichgeschaltet, aber naja. Die Überfremdung. Weiß irgendjemand, wo die Überfremdung, also mal so eine Handmeldung, hat jemand eine Idee, wer von euch hat eine Idee, wo die Überfremdung eigentlich herkommt als Wort? Weil sie kommt nicht aus der Bedeutung, dass es zu viele Ausländer in einer Gruppe gibt. Irgendeine Idee? Eher nicht. Wir gucken mal den Duden von 1941. Da steht,
stehen auch beide Bedeutungen von Überfremdung drin. Überfremdung, Eindringen fremdrassiger fremden Volkstums, das ist so das, was wir heute so als übertragene Bedeutung kennen. Allerdings auch das Eindringen unerwünschter fremder Geldgeber oder Konkurrenten in ein Unternehmen. Das heißt, eigentlich war die Überfremdung mehr oder weniger, sagen wir mal, die feindliche Übernahme durch Kapital, die dann von den Nationalsozialisten später übertragen wurde auf das Politische, schon in den 1920ern, dass wir heute nur noch die Bedeutung der Überfremdung im xenophoben Kontext kennen, ist schon faszinierend, weil das war auch was die Nationalsozialisten tatsächlich geprägt haben. Und es ist auch faszinierend zu sehen, dass wenn die Überfremdung als Wort wiederkommt im Gebrauch, dass in dem Kontext dann tatsächlich auch die fremdenfeindlichen Angriffe immer wieder zunehmen. Denn die Überfremdung war schon Unwort des Jahres 1993. Und auch damals hieß es schon korrekt, es sei ein Scheinargument gegen den Zuzug von Ausländern. Ausschlaggebend für die Kritik war die Feststellung, dass Überfremdung nach wie vor im Sinne einer rassistischen Uminterpretation verwendet wird. Und wir haben uns seit 1993 von dem eigentlich gar nicht weiterentwickelt, weil die Überfremdung auch genau für den gleichen Kontext verwendet wird. Und jedes Mal, wenn die Überfremdung kommt, ist immer so ein bisschen, muss man darauf achten, was passiert eigentlich. Und naja, genau das passiert. Es geht um rassistische Uminterpretation, es geht um Fremdenfeindlichkeit. Ja, Umvolkung. Es gab dieses Zitat von Tino Chopalla, dass er den Begriff der Umvolkung nicht für recht extrem halte. Die Umvolkung ist kein deutsches Wort eigentlich. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so, weil das Wort Umvolkung zum Beispiel, wenn wir den Duden als sprachliche Instanz mal nehmen, gibt es einen Duden, in dem die Umvolkung drinsteht. Und das ist auch der Duden von 1941, der ist in Fraktur. Aber im aktuellen Duden werdet ihr keine Umvolkung finden. Es ist auch spannend, dass das Wort Umvolkung eigentlich gar nicht so wirklich, das hat eigentlich kein Mensch benutzt. Es war halt einfach alt und irgendwie war es komisch. Aber wir, also hier auf dem Chaos Communication Congress ist ja korpuslinguistische Analyse irgendwie sehr in heute. Und ich habe auch mal eine mitgebracht zum Thema Umvolkung. Das sind die Nennungen der Umvolkung im Bundestag seit 1949. Wir stellen fest, eigentlich benutzt kein Mensch dieses Wort, aber irgendwie war dann 2018 und 2019 waren auch eine Nennung, kam es wieder auf. Und das Spannende ist auch, dass bei den Nennungen, ich habe da mal reingeguckt, was da genau genannt wird, dass die Umvolkung gar nicht von zum Beispiel der AfD selbst genannt wurde, sondern dass es immer nur im Kontext der Migration oder einer Flüchtlingsthematik benutzt wurde zur Beschreibung der AfD oder zur Beschreibung der Haltung der AfD. Und es ist echt faszinierend zu sehen, dass so ein Wort, das eigentlich tot ist, heutzutage wiederkommt und wir es so ein bisschen vor uns hertreiben als Narrativ, das eigentlich als Wort längst verbrannt ist. Warum diese Umvolkung auch noch verbrannt ist, es gibt den Kontext der Überfremdung und der Assimilation, in dem das ganz gerne verwendet wird heutzutage, ist auch, es gibt noch eine sehr viel negativere Bedeutung der Umvolkung. Folgendes Zitat aus dem Generalplan Ost. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass die rassisch wertvollen nach Entstehen der inneren Umvolkungsbereitschaft infolge der geschichtlichen Durchblutung des Raumes mit deutschem Blut echt umvolkbar sind. So, das war jetzt so ein Klopper aus diesem Bereich. Umvolkung ist eigentlich so irgendwo zwischen Lebensraum im Osten und anderen zwangsweisen Ermordungsmaßnahmen anzusiedeln. Also Umvolkung als Wort zu sehen, das nicht rechtsextrem sein, kann ich in keinster Weise teilen. Ja, versifft. Man könnte jetzt sagen, die Bühne ist von dem gestrigen, was gab es hier, Dünnapfel-Einsatz ein bisschen versifft, weil sie schmutzig und dreckig ist. Nur
Das ist natürlich heutzutage auch im politischen Kontext ist versifft ein Wort, das wieder sehr en vogue ist. Spätestens seit dem Zitat von Jörg Meuthen im April 2016, der sagte, weg vom linksgrün verseucht, man könnte sagen, leicht versifften 68er Deutschland zu einem starken und sicheren Nationalstaat. Gut, ich habe immer die Ehre, wenn ich so diesen Vortrag halte, dann kommt irgendwer aus dieser Ecke ums Eck und sagt irgendwas zu der Sprache. Denn erst gestern gab es ein Interview mit Jörg Meuthen zum Thema versifft. Und er hat nochmal klargestellt, was er denn eigentlich damit meint. Und er hat auch klargestellt, dass er das Wort nach wie vor gut findet und dazu steht. Er sagt, es ist zum geflügelten Wort avanciert. Ja, da hat er recht. Seit ich das in Stuttgart gesagt habe, genau. Es geht um den kompletten Werteverlust aus der Post-68er Entwicklung. Eine gewollte politische Provokation. Und dazu stehe ich. Also, was gesagt wurde, ist bewusst. Und er sagt auch, es geht nicht um schmutzig, sondern es geht um den Werteverlust aus der Post-68er Entwicklung. So, wenn wir jetzt schon bei anderen Varianten von was bedeutet versifft eigentlich sind, gehen wir doch mal wirklich genau rein, was versifft eigentlich heißt oder was in dem Kontext von versifft im Nationalsozialismus dahinter hängt. Eigentlich heißt versifft versyphilisiert. Das heißt, das Wort Syphilis wurde abgeschliffen zu Syph und wir sind bei versyphilisiert, also an Syphilis erkrankt. Zur Syphilis gibt es ein paar Sachen zu sagen, die man vielleicht kennen sollte, die vielleicht nicht so bekannt sind. Der Umgang mit den Versifften in der NS-Zeit. So, jetzt sind wir bei Mein Kampf. Und Hitler hat eine Erklärung dafür, wer an der Syphilis schuld sei. Das sei die Prostituierung der Liebe. Das war für ihn einfach die Idee. Hitler brauchte immer ein Feindbild. In dem Fall war halt die Prostituierung der Liebe schuld an der Syphilis. Und ja, er dachte sich, naja, was soll man jetzt dagegen tun? Gegen diese Verseuchung, Mammonisierung des Liebeslebens? Was gegen die resultierende Versyphilitisierung des Volkskörpers, um die zu bekämpfen? Also Hitler schreibt auch immer sehr gerne Nominalstil und übertreibt es auch ganz gern. Und für ihn ist auch total wichtig, dass es nicht nur eine, sondern die Aufgabe der Nation ist, gegen die Syphilis zu kämpfen. Und er hat auch einen Vorschlag dafür. Und erwähne ich es. Die erste Maßnahme gegen die Syphilis aber ist und bleibt die Schaffung der Möglichkeit einer der menschlichen Natur entsprechenden frühzeitigen Heirat, vor allem des Mannes. Denn die Frau an sich ist ja eh nur der passive Teil. Das war so die Lösung für Syphilis aus Seiten Hitler. Und das schwingt bei diesem Begriff tatsächlich auch im Nationalsozialismus mit. Es gibt neben Hitler auch noch Rosenberg, der so ein bisschen der Chefideologe der NSDAP war. Und der hat Syphilis auch in einem Wortkontext noch gebraucht, der auch noch wichtig ist zu wissen. Er hat zum Beispiel gesagt zu Picasso, dass seine Gemälde erzeugt seien von geistiger Syphilis und malerischem Infantilismus. Und jetzt sind bei dem Kontext, der eigentlich für mich jetzt gerade noch viel relevanter ist, für Rosenberg waren die Syphilitiker waren Minderwertige, denn die hemmungslose Aufzucht der Idioten, der Kinder von Syphilitikern, Alkoholikern, Irrsingen als christliche Sittenlehre hinzustellen, ist zweifellos eine Höhe natur- und volksfeindlichen Denkens. So, das ist die Ideologie hinter Syphilis oder versifft und so weiter. Das führt ja auch dazu, dass diese, also hier nochmal die Bedeutungsebene zusammengefasst, dass die Syphilitiker, also die Menschen, die auch wirklich an Syphilis erkrankt waren damals, dass sie auch im Sinne der Verhütung des erbkranken Nachwuchses bekämpft wurden. Das heißt, Syphilis zu haben, war unter Umständen auch ein Todesurteil. Denn spätestens in einer Spätphase der Syphilis, weil Syphilis, die nicht behandelt ist, es war damals nicht möglich, Syphilis zu behandeln, führt zu einer Paralyse des Nervensystems, das nennt sich progressive Paralyse. Und Menschen wurden auch tatsächlich wegen Spätfolgen der Syphilis in der Euthanasie ermordet. Das lässt sich daraus ableiten, dass es einerseits gibt Knochenanalysen und es gibt auch entsprechende Listen aus Heilanstalten zur Überbringung in entsprechende Tötungsanstalten. Das heißt, Syphilis, der Umgang mit der Syphilis und der Umgang mit
ja, dieser Geschlechtskrankheit an sich, von der dieses Wort eigentlich kommt, ist gar nicht so feierlich, wie man denken mag, wenn man sagt, es geht nur um diese dreckigen Dinge. Es war wirklich sehr dreckig im Sinne der Nationalsozialisten. So, ich habe jetzt so viel über Tod und sonst irgendwie geredet. Ich würde jetzt mal so ein bisschen was noch Entspannteres am Ende reinbringen. Die Volksprodukte. Die Bild-Zeitung hat gefeiert das 200. Volksprodukt und gesagt, ja, das Volksprodukt spielt die Stärken von der Bild voll aus, die hohe Reichweite und Glaubwürdigkeit unserer Marke, gepaart mit unschlagbarem Produktangebot für unsere Leser. Also, super Produkt, super Benennung. Jetzt haben wir halt so Volksprodukte, gab es im Nationalsozialismus natürlich auch. Es gab den Volksempfänger, also das Rundfunkgerät zum Empfang des Radios. Es gab den Volkswagen oder KdF-Wagen. Es gab den Volksfernseher, es gab die Volksgasmaske, die gab es auch, ja. Ja, der Volksempfänger war eigentlich schon so ein Erfolg, weil der wurde sehr häufig verkauft und dadurch hatten auch mehr Menschen Radio. Könnte man sagen, ja, Volksempfänger als Wortbasis oder als sprachliche Inspiration zu nutzen, ist eine gute Idee, klingt doch super. Der Volkswagen war nicht so wirklich ein Erfolg, weil es gab nicht wirklich nie wirklich zivile Exemplare des Volkswagens, die überhaupt ausgeliefert wurden in der NS-Zeit. Das kam erst nach dem Nationalsozialismus. Der Volksfernseher war ein Prototyp. Der hatte eine spezielle Eigenschaft. Er hatte eine Empfangseinheit, um nur eine einzige Frequenz zu empfangen. Denn mehr sollte auch nicht möglich sein. Ja, und die Volksgasmaske, weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Diese medialen Volksprodukte, die waren schlicht und greifend dazu da, die Propaganda auszubauen. Das war auch so ein bisschen so ein Prestigeprojekt. Guck mal, wir haben alle Radio, wir haben alle den Fernseher. Aber es waren keine frei nutzbaren Produkte für den Massenmarkt. Und nochmal mit Goebbels zu sprechen, für den war es schlicht und greifend so, die wollten den Rundfunk eigentlich schlicht und greifend in den Dienst der Idee zu stellen. Und das hieß auch, es gab kein anderes Wort, das zur Sprache kommen sollte. Das hat beim Volksempfänger nicht so wirklich funktioniert, weil der Volksempfänger war ein Radio, mit dem konnte man zumindest halt auch zum Beispiel den deutschen Dienst der BBC empfangen. Das musste man dann quasi fixen, um im Entwicklerjargon darüber zu sprechen. Aber wie man es gefixt hat, war es ziemlich übel, denn man hat ein Gesetz erlassen. Und spätestens mit Ausbruch des Krieges wurde quasi der Volksempfänger dann auch juristisch mehr oder weniger so eingeschränkt auf, du sollst ihn nur dafür nutzen, wo wir für ihn gedacht haben, nicht für nichts anderes, indem es einfach eine Verordnung dazu gab. Das hieß dann schlicht und ergreifend, ich fand es einfach nur sehr schön, weil dieses Zitat aus diesem Gesetz, das ist ein Gesetzestext übrigens, das ist kein Prosatext, sondern ein Gesetzestext. Jedes Wort, das der Gegner herübersendet, ist selbstverständlich verlogen und dazu bestimmt, dem deutschen Volke Schaden zuzufügen. So, und jetzt kommt die juristische Konsequenz. Wer Nachrichten ausländischer Sender vorsätzlich verbreitet, wird mit Zuchthass in besonders schweren Fällen mit dem Tode bestraft. Und das ist schon irgendwie sehr, fast Satire oder zynisch, dass jetzt eine deutsche Zeitung, die wir auch durchaus als propagandistisch bezeichnen können, dachte, so Volksprodukte mit Volk zu bezeichnen, sei eine besonders gute Idee. Ich weiß es nicht, aber so viel dazu. Genau. Hier sind nochmal meine Slides. Und jetzt habe ich noch 8 Minuten Zeit, euch Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank, Bianca. Das war tatsächlich außerordentlich lehrreich. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit, ungefähr 8 Minuten für Fragen und Antworten. Wir haben verschiedene Mikrofone, wo ihr euch anstellen könnt. Aber wir beginnen mit einer Frage aus dem Internet, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist das Mikro offen? Gut, dann fangen wir sonst erstmal mit dem Mikrofon hier vorne rechts an. Hallo. Ja. Hallo. Ich habe leider nicht den ganzen Vortrag gehört. Ich wollte fragen, so Redewendungen wie linksgrün, versiffte, whatever. Das kam, glaube ich, irgendwie drin vor. Ist das so, dass wir das lieber gar nicht nutzen, weil das irgendwie schlecht konnotiert ist? Also schlecht in übel? Oder was machen wir mit der Sprache? Lassen wir uns dann vorschreiben, ich sage jetzt sowas nicht mehr? Ja, ich wollte gerade sagen, ist Biancas Mikro hoch, weil ich höre sie auch nicht. Vielleicht habt ihr beim Versuch, den Signal Angel das Mikro hochzuziehen, Biancas wieder runtergemacht.
Kommt's wieder? Sprich mal weiter. Ich meine, ich könnte dir auch einfach meins geben, solange. Gut. Also zum Thema Versift, das ist eine gute Frage natürlich. Also was sollen wir sagen? Also diese ironischen Selbstbezeichnungen sind da eine Weiterverbreitung von Propaganda, sagen wir es mal so, wie es ist. Und ich persönlich tue mich schwer damit, mich mit Begriffen zu bezeichnen lassen, die von anderen stammen. Also wenn ich sage linksgrün versifft, dann ist es eine Fremdbezeichnung, die ich jetzt ablehnen würde. Ich würde einfach sagen, ich versuche kein Arschloch zu sein. Das ist auch eine Bezeichnung, die man verwenden kann. Also linksgrün versifft ist so, was sagt es eigentlich? Naja, eigentlich kannst du auch Gutmensch sagen. Gutmensch ist ein Begriff, der ist nicht negativ konnotiert, weil dieser Begriff von den Nationalsozialisten zum Beispiel gar nicht negativ benutzt wurde. Und ansonsten für alle, die zu spät gekommen sind, die Talks werden ja hier auch aufgezeichnet. Also ihr könnt euch sonst auch die erste Hälfte, wenn ihr sie verpasst habt, später nochmal eine Aufzeichnung anschauen. Wir machen erstmal weiter mit diesem Saalmikrofon. Hallo, erstmal danke für den Talk. Ich musste die ganze Zeit an den Begriff gay denken, aus dem Englischen, der ja eine ziemliche Achterbahnfahrt durchlebt hat. Das hat mal sowas wie glücklich, fröhlich bedeutet, wurde dann als Schimpfwort gegen Homosexuelle Mitte des letzten Jahrhunderts benutzt und wird heute von eben denen wieder sehr stolz in den Mund genommen. Wann ist es wert, für einen Begriff zu kämpfen und ihn in sich zurückzuholen von seinem Gegner, wie auch immer der aussieht? Und ab wann sollten wir ihn als verbrannt akzeptieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es gibt so Begriffe, die sind, also was einen Zustand beschreibt. Also schwul zu sein ist einfach ein Zustand. Oder zum Beispiel auch Begriffe, die ich jetzt verwendet habe aus dem Bereich der Euthanasie, die da im Kontext verwendet wurden. Das ist ein Zustand, wieder zu erkämpfen, ist vollkommen okay. Einen Zustand wieder zu erkämpfen, der aber so komisch konstruiert ist. Also zum Beispiel das Versifft beschreibt ja nicht den Zustand, wie jetzt es hier zum Beispiel aussieht, dreckig. Also kannst du sagen, es ist dreckig, es ist schmutzig. Du musst nicht zwangsläufig Versifft sagen, weil Versifft ist halt einfach konnotiert. Es ist eine Umschreibung. Also wenn du eine Umschreibung zurückerkämpfst, ist es so, würde ich nicht machen, aber eine einfache Beschreibung, eine direkte Beschreibung davon würde ich durchaus besetzen wollen, ja. Gut, wie sieht es denn jetzt mit dem Signal Angel aus? Habt ihr da hinten ein Mikro? Kann irgendjemand irgendwas sagen? Hat so über... Ah, da passiert was, sehr gut. Die Frage wurde leider in Anführungszeichen gerade beantwortet. Es ging darum, wie gehen wir damit um mit diesen Begriffen? Okay, dann betrachten wir das als beantwortet. Hat denn jemand im Saal noch eine Frage? Wir haben hier diese wunderschönen beleuchteten Mikrofone. Das wäre jetzt die Gelegenheit, noch was zu fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr da wart. Auch, dass ihr am Anfang so schön zusammengerückt seid. Es hat sich sehr gelohnt. Viele Leute sind später noch dazugekommen. Bitte noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Bianca. Danke, dass du uns so viel beigebracht hast gerade. Applaus